Insat TV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Saison des Kulturhauses Stelzhammer Museum in Pramet neigt sich dem Ende zu. Grund genug, um mit einem kulturellen Gusto-Stückerl die Winterpause einzuläuten und zur Finissage der Ausstellung Hirnriss des Künstlers Hubert Sommerauer die Gruppe Dickschädlert mit ins Boot zu holen. Ich mache seit 1984 für ihre Traumprotokolle gezeichnet und aufgeschrieben, und das ist eine wichtige Inspirationsquelle. Sonst sind alle möglichen Fotos, Massenmedien, persönliche Begegnungen, Literatur, also sehr umfassend eigentlich, was sie dann verdichtet, jeweils immer dann in einer Serie oder auch in einem einzelnen Bild dann. Auf der Wiesn im Wald, auf dem Die Idee ist ausgegangen vom Verein, eben Kulturhaus Stelzhammer Museum, und die zwei Elemente zusammenzubringen, finde ich im Prinzip interessant. Ja. Man wird sehen, wie der Dialog sich entwickelt. Der Dialog entwickelte sich prächtig. Texte von Franz Stelzhammer und Hans Schatzdorfer, eingebettet in wohltuende Klänge und originellem Sound. Die Gedichte vom Schatzdorf und vom Stelzhammer, die haben mich einfach die letzten Jahre schon einfach angesprochen, und ich habe mich dann einfach vor gut einem Jahr habe ich dann einfach die Texte einmal genommen und habe einfach versucht, dass ich da Lieder draus mache. Texte werden musikalisch umgesetzt, und wir machen uns ungefähr aus, wer wo ein Solo spielen sollte, und da hat halt jeder seine eigene Interpretation nachher. Also ich habe vom Schatzdorf jetzt wenig kennt, vom Stelzhammer jetzt auch nicht die Fülle, und habe dann gefunden, dass die Texte doch nur recht viel Kraft haben. Der Reiz an der Musik ist dann tatsächlich schon so die ursprünglichen Texte. Also Dickschädlert ist einerseits ein Gedicht, das wir vertont haben. Und wir haben sehr lange nach einem Namen gesucht, der zu uns passt. Und haben dann gefunden, dass Dickschädlert doch auch ganz gut zu uns passt, nämlich Zollen 5. Also doch, mit dem können wir uns gut identifizieren. Dickschädlert mit Hirnriss, eine Kombination, mit der sicher auch Stelzhammer und Schatzdorfer ihre Freude dran gehabt hätten.